Jungs suchen jetzt auch gerade schon hier ihre Fahrzeuge aus und da ist auch schon der Ladebildschirm. Diamond, eine Strecke ungefähr angesiedelt in so einer Gegend von New York. Also das sind alles ineinander hängende Strecken und Diamond ist definitiv eine der Strecken, die jetzt hier ein wichtiges Setup haben. Und da haben wir auch schon die Kontrahenten. Lotus Elise, relativ schnelles Fahrzeug. Und in wenigen Sekunden wird der Start erfolgen. Hier auf der Strecke, wie gesagt, das ist die Ansicht von Etex. 3, 2, 1 und los ab geht die Post. Jawohl, perfekter Start. Und es geht gleich los. Wir sehen unwahrscheinliche Geschwindigkeit. Gerade am Anfang, vierter Gang und jetzt 230 Stundenkilometer in dieses relativ enge Stück. Und da sehen wir auch schon jetzt, dass hier aus der Perspektive heraus die Fahrzeuge können nicht kollidieren, sondern man sieht sie, wie sie ineinander warpen. Das ist aber ganz normal. Hier eben halt jetzt in Führung gegangen, Maus von Skinny. Insgesamt 300 Stundenkilometer jetzt hier auf dieser langgezogenen Linkskurve. Da muss man unwahrscheinlich aufpassen, dass man hier auch hinten dran bleibt wegen Drafting, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber hier hat man auch gesehen, dass hier wirklich jeder Fehler bestraft wird und die Jungs, sagen wir mal, drei Autolängen nur voneinander entfernt sind. Und hier kann wirklich jeder Fehler das Rennen entscheiden. Ja, und wir haben jetzt hier auch gesehen bei Sliver über diese Hügel, dass es relativ wichtig ist, die Karre danach auch sauber wieder landen zu lassen. Und wir sehen auch hier, dass sie relativ stark abkürzen können. Auch jetzt hier relativ zackig durch die ganze Tankstelle hindurch mit 270 Stundenkilometern. Und das ist ein atemberaubendes Tempo. Das ist diese Stoßstangenansicht und das gibt ganz schön Geschwindigkeit wieder, ne? Ja, die Jungs, die fahren hier am absoluten Limit. Also das sieht man wirklich. Boah, hier heftig gerade zwei Laternen mitgenommen. Das ist nicht unbedingt so, dass man stark abgebremst wird, aber es füllt auf jeden Fall so ein bisschen Verlust der Geschwindigkeit. Diese Kurve hat es auch in sich. Relativ enge Linie hier von Sliver. Versucht ranzukommen, ne? Ja, aber wie es aussieht, verliert er immer wieder ein bisschen Boden. Ja, also mittlerweile, er versucht jetzt ein bisschen ranzukommen momentan, ist immer noch in Schlagweite. Das sind von der Distanz her ungefähr, kann man schlecht erkennen gerade, aber ich würde mal so schätzen, ungefähr 150 Meter Abstand werden es circa sein. Jetzt ist dein Mikro gerade ein bisschen weg. Mikro gerade weg. Okay, gut. 66 Hundertstel sind hier zwischen den beiden Fahrern. Und es ist wirklich momentan ein bisschen schwierig für Sliver, da Schritt zu halten. Scheint wohl die bessere Linie momentan von Skinny gewählt zu sein. Geht jetzt hier wieder in das nächste Teilstück. Ja, also er verliert jetzt auch schon den Blickkontakt, was natürlich sehr demotivierend ist, weil es ist immer wichtig, den Gegner zu sehen und vielleicht auch Fehler zu sehen, damit man sich wieder rankämpfen kann. Aber hier sieht man, dass er schon fast alleine auf der Strecke ist und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Unten links kann man so eine kleine Streckenkarte sehen. Das ist etwas gelblich anmutende Fall. Das ist eben halt Skinny, der sich hier mittlerweile doch schon 130 Meter Abstand verschaffen kann und wirklich eine momentan anscheinend saubere Linie hat. Zwischenzeit, ja, schon 2 Sekunden Vorsprung. Ja, 2:16 und das ist momentan ja ungefähr knapp 200 Meter. Als Daumengrenze kann man sagen, eine Sekunde ungefähr 100 Meter. 300 Stundenkilometer hier durch über den Bürgersteig. Das wären in Deutschland locker 20 Punkte und eine MPU. Ja, also ich kann jetzt wirklich keinen Fehler ausmachen. Es kann einfach nur sein, dass er die Kurven in einigen Bereichen besser genommen hat und einfach wirklich noch mehr am Limit fährt als sein Gegner. Und man sieht, wie schnell das gehen kann. Und 2 Sekunden sind bei solchen Profis einfach schon sehr ausschlaggebend. Ja, und das ist auch einfach eine Sache, die fahren schon äußerlich am Limit und ist auch wirklich schwierig. Ein kleiner Fehler kann das Ganze hier entscheiden. Eine Laterne nicht richtig, also eine Laterne erwischt und besser gesagt hinterher dann einen Sprung versäbelt, da kann man schon manchmal leichte Probleme bekommen. Hier sehr schön diese Rechtskurve bekommen. Und Rundenzeit 1:35:26, damit 1:6:8. Ja, da hat er wieder Boden gut gemacht und da sieht er ihn jetzt auch schon wieder. Und ich denke, das gibt ihm auch nochmal richtig Ansporn, nochmal alles aus sich rauszuholen. Ja, Runde 3 von 5 und da wird der Skinny vorne gleich noch einiges an Arbeit bekommen, weil wenn er einmal in den Windschatten kommt, dann ist hier auf jeden Fall ein harter Innenfight angesagt. Ja, auf jeden Fall. Also da freuen wir uns offen drauf. Also da drücken wir die Daumen, dass er da nochmal richtig drankommt. Der Weltmeister ist, besser gesagt, der Europameister. Sliver hat sich vorhin im letzten Rennen gegen Fehlers auch ein hartes Duell geliefert. Und das scheint jetzt hier gegen Skinny momentan für ihn noch ein härterer Prüfstand zu sein. Und er kommt aber momentan optisch ran. Fahrfehler. Ja, das war ein ganz klarer Fahrfehler. Da ist er direkt in Schlagdistanz. Ja, und da ist auch der Abstand sofort auf weniger als 0,7 Sekunden angerückt. Und da geht er auch schon fast in Schlagdistanz. Ja, was meinst du denn eigentlich? Ist es schwieriger, vorne wegzufahren oder hinterher zu heizen? Ja, ich denke mal, letztendlich ist, glaube ich, derjenige, der vorne liegt, mit der größeren... Da auch wieder heftiger Fehler. Ja, das hat auch gleich viel Zeit gekostet. Ja, und da ist er direkt dran. Und so langsam kommt der Fight. Und da geht er weiter aus. Genau. Innen geht er vorbei. Nicht. Beide gleich nicht auf. Nicht ganz. Kopf an Kopf rennen. Sliver gegen Skinny.
Und der Europameister kämpft an der Innenseite, außen, Skinny noch vorne. Linkskurve, es geht relativ spannend durch die Innenseite. Jetzt beide gleich auf. Oh Mann, Mensch, Mensch, Mensch. Also auf der rechten Rennstrecke wären das beide schon heftige Lackaustausche gewesen. Und wir sehen es auch da. Kurzer Switch aus auf die Heckkamera. Und jetzt war noch ein leichter Rückstand, aber da wechselt die Führung. Ja, jetzt hat er die Führung übernommen. Jawohl, hin und her geht's hier gerade. 11 Meter trennen momentan jetzt Leiber, der jetzt die Führung übernommen hat in der vorletzten Runde. Ja, der hat auf jeden Fall hier richtig Nerven gezeigt und auch Kampfwillen und sich nochmal richtig dran gekämpft. Und wie gesagt, super die Führung übernommen. Also er hatte super die Innenkurve und alles behalten. Immer die und Skinny versucht, wir sehen im Zurückspiegel, da kommt Skinny. Oh, ja. Jesus. Durchgebracht. Beide innen und da ist auch wieder Skinny vorn. Also hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, die schenken sich nichts. Und Europameister und jetzt hier WCG-8er, 36 Hundertstel durch die Tankstelle. Und jetzt geht es letztendlich rund. Da vorne, der Versuch jetzt eben halt noch, die letzte Runde wird zeigen, wer hat die besseren Nerven. Das erste Rennen hier auf Diamond zeigt schon wieder einen Fahrfehler. Oh, ja. Und da geht er locker vorbei. Da hat er ihn, da hat er ihn. Sliver packt ihn. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er den Fehler nochmal gut machen kann. Ja, wir achten oben auf den Rückspiegel. Noch ist noch nichts zu sehen, aber so langsam kommt er. Sobald er Windschatten hat, hinter der Kurve muss runtergebremst werden und auf 220 ungefähr. Ja, ist immer wichtig, dass man so einen Fahrfehler, den Frust auch wieder in Speed umwandelt und nicht wieder gleich in den nächsten Fehler einarbeitet. Ja, und Skinny wird hier mit ordentlich Frust in die letzte Runde gehen, weil jetzt gleich geht es bei diesem ersten Schlagabtausch um alles. Momentan liegt der Europameister in Führung, gefolgt von Skinny. 1,33, 72, ja, nochmal 74. Nochmal 2 Sekunden verbessert. Jo, 0,7 Sekunden Vorsprung für ihn gegenüber Maus Skinny. Jetzt geht's um alles. Ja, jetzt setzen sie beide alles auf eine Karte, denn die müssen wirklich alles geben, hier nur Vollspeed. Ja, und Maus Skinny versucht jetzt alles hier wieder in den Windschatten zu kommen, aber momentan scheint so, dass er mehr Geschwindigkeit auf diese lange Passage genommen hat und er kann sich momentan so ein kleines Stückchen absetzen. Ja, 40 macht Meter auf jeden Abstand. Fall gut. Ja, 40 Meter Abstand, das sind ungefähr 0,4 Sekunden, die beiden jetzt momentan trennen. Und jetzt gleich hier dieser heftige Sprung nach dieser Kurvenkombination. Wer kommt besser durch? Schön aufgesetzt. Und jetzt in die nächste Passage. Gleich die nächste Zwischenzeit. Wer geht in Führung? Jetzt wird es auch knapp. Jetzt wird es ganz knapp. Das wird ein Foto-Finish. Und das freuen wir uns. Das wird auf jeden Fall eine gute Einleitung gleich für das nächste Rennen. Oben im Rückspiegel achten wir darauf, wann kommt Skinny. Gibt es noch die Möglichkeit? Er ist schon in den drin. Da war die Problemkurve gerade von Skinny, wo er zweimal seine Zeit verloren hat. Ja. Und die letzten Kurven werden jetzt entscheiden. Kann sich Sliver weiter vorne halten? Bisher macht er alles sauber. Und nochmal durch die Tankstelle. Letzte Kurve. 220, relativ gute Geschwindigkeit mit auf diese letzte Passage zu nehmen. Wo bleibt Skinny? 40 Meter, eventuell brennt da nichts mehr an. Aber, ja, etwas Abstand, die nächste Kurve wird entscheidend sein. Jetzt. Und ich glaube, da wird nichts mehr an, der Drops ist gelutscht. Er gewinnt. Ja, sehr spannend. Ein phänomenales Rennen und die beiden trennen lediglich 6 Zehntel. Astrein.